Hallo ihr Lieben, heute habe ich noch eine Buchvorstellung für euch. Und zwar hat die liebe Jackie mich gefragt, ob ich ihr neues Buch lesen möchte. Und ihr wisst, ich liebe die Bücher von Jacqueline Fellgut und habe natürlich sofort Ja gesagt, als sie mich gefragt hat und habe mich sehr gefreut, dass ich das Buch auch wieder von ihr bekommen habe. Vielen, vielen Dank, liebe Jackie, an dieser Stelle dafür, dass du mir das Buch zur Verfügung gestellt hast. Und das neue Buch von Jackie heißt Sehnsucht nach Sommer. Und worum es in diesem Buch geht, das erfahrt ihr jetzt. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Wie ich bereits gerade schon sagte, heißt das neue Buch von der Jackie Sehnsucht nach Sommer und ist ein Liebesroman. Und jeder, der Jackie kennt und schon Geschichten von ihr gelesen hat, weiß, dass Jackie ganz, ganz tolle Liebesgeschichten schreibt, ohne Erotik, an dieser Stelle nochmal erwähnt. Das finde ich auch ganz, ganz toll, denn es muss nicht immer ein erotischer Anteil in einer Liebesgeschichte sein. Und jeder, der gerne solche Geschichten liest, schaut euch auf jeden Fall die Bücher von Jackie im Allgemeinen und natürlich auch Sehnsucht nach Sommer auf jeden Fall mal an. Ich kann nur sagen, dass ihre Bücher wirklich ganz, ganz toll sind. Jackie hat einen absolut tollen Schreibstil und ja. Ich komme jetzt aber als allererstes wie immer mal zum Inhalt von Sehnsucht nach Sommer und erkläre euch, worum es in diesem Schätzchen denn genau geht. In Sehnsucht nach Sommer geht es um Lucy und Lucy kehrt nach einem Jahr in das kleine Städtchen Newfane in Vermont zurück. In Newfane angekommen stellt Lucy ganz, ganz schnell fest, dass vieles noch genauso ist wie früher, aber einiges auch nicht. Und nicht nur ihre Freundin Jessie braucht Hilfe beim Verkauf des Bed and Breakfasts, sondern auch ihr ehemaliger Freund Nate braucht Hilfe bei der Rettung seiner Ahornfarm. Und das ist es im Großen und Ganzen auch, worum es in Sehnsucht nach Sommer geht. Lucy versucht, ihren Freunden beiseite zu stehen und zu helfen. Und sie versucht dann auch gleichzeitig noch hinter ein Familiengeheimnis zu kommen, was nicht ihr eigenes ist. Und was genau alles da dahinter steht und warum sie vor einem Jahr denn eigentlich genau abgehauen ist und alles hat stehen und liegen lassen und warum sie denn jetzt dann zurückgekehrt ist. Das ist es, worum es in diesem Buch geht. Und ich finde, dass dieses Buch wirklich eine richtig tolle Geschichte hat. Ich fand am Anfang, von der Handlung her, war es für mich so ein bisschen... Was? Ich verstehe es gerade nicht. Weil ich fand, es war am Anfang so ein bisschen viel auf einmal. Man versucht natürlich erstmal so hinter die komplette Geschichte zu kommen. Man versucht, sich in diese Geschichte einzufinden. Und dann sind halt gleich am Anfang Dinge passiert, die in der Vergangenheit liegen, mit denen Lucy aber konfrontiert wird. Und das war für mich so ein bisschen schwierig am Anfang zu greifen. Aber wo ich dann mich so in die Geschichte eingelesen hatte und in der Geschichte drinne war, da war das für mich dann auch klar. Da wusste ich dann auch, okay, das geht jetzt da und darum, es geht jetzt um diese Situation. Und da war das für mich dann auch alles schlüssig. Aber am Anfang war das für mich so ein bisschen, ich sag mal, viel auf einmal und so ein bisschen auch so verwirrend für mich beim Lesen. Aber wie gesagt, wo ich in der Geschichte drin war, war das alles überhaupt kein Problem mehr. Und ja, ich fand auch die Entwicklung in dieser Geschichte ganz, ganz toll. Ich finde es toll, dass man sieht, wie Lucy nach Newfane zurückkehrt und wie sie halt auch mit ihrer Vergangenheit konfrontiert wird. Ich komme aber noch mal ganz kurz zum Inhalt und zum Verlauf, bevor wir jetzt hier zu den Charakteren kommen. Also ich kann zum Verlauf der Geschichte wirklich sagen, dass die Geschichte sich in eine ganz, ganz tolle Richtung entwickelt. Man erfährt hier so peu à peu, was so hinter dem Ganzen steckt, was genau alles da passiert ist in der Vergangenheit, was es mit diesem Familiengeheimnis auf sich hat, was es mit Nate und Lucy auf sich hat, warum sie abgehauen ist. Und dieses ganze Puzzle setzt sich so Stück für Stück zusammen und ergibt dann am Ende wirklich ein großes Gesamtbild. Und das fand ich ganz, ganz toll. Und Jackie hat das natürlich auch wieder so geschrieben, dass man da auch dranbleiben möchte auf jeden Fall. Also sie hat da mal so Brutkrumm einen hingeworfen, dass man halt auch wissen möchte, was denn genau weiter passiert. Ich muss sagen, ich habe dieses Buch wirklich extrem schnell gelesen. Ich habe es in 2 Tagen durchgehabt. Ich finde halt, dass Jackie ihren lockeren, leichten Schreibstil kommt man halt extrem schnell durch die Geschichten durch und man saugt das quasi nur so ein. Und ja, also ich kann nur sagen, dass mir Sehnsucht nach Sommer vom Verlauf her, von der Handlung her wirklich sehr, sehr gut gefallen hat und ich habe auch wieder was aus diesem Buch mitgenommen. Ich sage ja in jedem Video, dass ich bei Jackie ihren Büchern immer so was auch für mich mitnehmen kann aus der Geschichte. Und das war hier auch wieder der Fall. Und zwar ist das, renne nicht vor deinen Problemen davon, denn sie holen dich im Endeffekt sowieso wieder ein. Und versuche einfach, deine Probleme zu lösen, konfrontiere dich mit der Situation, denn wegrennen bringt einfach null. Und das fand ich schön, denn wie gesagt, ich nehme immer wieder was aus Jackie ihren Geschichten auch so für mich mit raus, was halt auch für mich im Leben quasi umsetzbar ist und wichtig ist, wo man halt auch nochmal so drüber nachdenken kann. Und ja, das finde ich immer ganz, ganz toll. Also ich kann nur sagen, dass mir die Geschichte von der Handlung her und vom Verlauf her super gut gefallen hat. Ich hatte ja gerade schon gesagt, dass Jackie einen total tollen, lockeren Schreibstil hat.
Jackie schreibt auch sehr gefühlvoll und sie bringt an den gewissen Stellen auch das richtige Feingefühl mit für diese Geschichten. Und ich mag Jackie, ihren Schreibstil einfach total. Ich finde, diese Frau kann einfach wahnsinnig, wahnsinnig toll schreiben. Und Jackie, ich ziehe da echt meinen Hut vor dir. Du hast einen so, so tollen Schreibstil. Das möchte ich dir an dieser Stelle auch nochmal sagen. Und ja, also ich kann zum Schreibstil auch nur sagen, dass der mich wieder total begeistert hat. Ich liebe, liebe, liebe die Art und Weise, wie Jackie diese Geschichten schreibt und erzählt. Und kann es euch, was das betrifft, auf jeden Fall nur empfehlen, ihre Bücher zu lesen. Wie gesagt, schaut euch ihre Werke einfach mal an. Sie hat ganz viele tolle Geschichten geschrieben und ich habe schon einige davon gelesen und war bisher von jeder Geschichte total begeistert. Und ja, was die Charaktere betrifft, hatte ich ja eben schon gesagt, dass Lucy eine tolle Entwicklung in dieser Geschichte macht und dass sie sich auch in eine Richtung entwickelt, was man sich als Leser halt auch wünscht. Und ja, mehr kann ich zu Lucy eigentlich auch nicht sagen. Sie ist ein sehr, sehr sympathischer Charakter. Man versteht ihre Hintergründe, man versteht ihr Handeln. Das war für mich alles logisch und ich habe das auch nachvollziehen können, so aus menschlicher Sicht. Und ja, also ich fand Lucy als Charakter wirklich ganz, ganz toll. Was Nate und Jessie betrifft, kann ich auch nur sagen, dass wir hier zwei ganz, ganz tolle Nebencharaktere haben, die beide super in ihre Rollen passen. Ich fand jetzt auch die entfernteren Charaktere, die nur so wirklich ganz am Rande eine Rolle mitspielen, die fand ich auch einfach so liebevoll gestaltet, wie diese alte Frau, Mrs. Abercrombie oder Abercrombie, ich weiß es nicht genau, wie man das ausspricht, die war einfach so goldenig und so toll und man konnte sich das so richtig vorstellen, wie diese Frau ist. Und ja, ich kann nur sagen, was die Charaktere betrifft, hat mich das Buch auch voll und ganz überzeugen können. Ich fand die Geschichte wirklich einfach wieder richtig, richtig toll und richtig, richtig süß, was die Charaktere betrifft. Und was das Setting angeht, kann ich mich meinen ganzen vorigen Sachen nur anschließen. Auch das war wirklich richtig toll. New Fane ist eine richtig süße, tolle, kleine Stadt in Vermont und ich konnte mir diese Stadt wirklich ganz, ganz gut vorstellen. Also ich kann nur sagen, dass mir das Setting wieder sehr, sehr gut gefallen hat, auch in dieser Geschichte. Ich konnte mir die Orte sehr, sehr gut vorstellen, wo diese Geschichten gespielt haben. Und ja, es war für mich einfach wieder eine rundum gelungene Geschichte. Ich freue mich auf jeden Fall immer, wenn Jackie ein neues Buch rausbringt und freue mich, diese Bücher auch zu lesen. Und wie gesagt, ich kann euch diese Bücher wirklich nur empfehlen. Sehnsucht nach Sommer ist auch ein ganz, ganz tolles Werk von ihr. Und schaut euch das Buch unbedingt an. Und mehr kann ich zu diesem Buch auch nicht sagen. Das war meine Buchvorstellung zu Sehnsucht nach Sommer von Jacqueline Fellgut. Wie immer gilt, wenn ihr das Buch kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.